Es ist gerade mein IKEA-Paket angekommen. Endlich das letzte, was vom Kinderzimmer fehlt. Lass mal gucken hier, wie man das aufmacht. Jopala. Nee, so soll ich das nicht aufmachen? Wie denn dann? Ich muss erst mal gucken, wie ich das, wie ich die Kiste aufmache. So, muss man anscheinend komplett drumrum. So, da haben wir hoffentlich alles dabei. Hier haben wir das. Alles gut, Bibischen. Entschuldigung. Das ist meine Bestellung. Hier sind die ganzen. Sind die Aufbewahrungsboxen. Die werde ich gleich mal auspacken. Schön. Habe ich mir zweimal bestellt. 6 Stück jeweils sind da drin. Schön. Und hier ist auch noch was. Es lässt sich alles schlecht machen hier. Keine Schere. So, die haben jetzt 4 Wochen und eigentlich hätten sie ja schon am Freitag da sein. Okay, also dieser Eimer ist wirklich riesig. Ich habe mir den jetzt etwas kleiner vorgestellt, aber naja. So, und da drinnen haben wir zwei so eine Henkel, die kann man sich dran schrauben, die kann man aber einfach nur dran machen an den, also so Handtuchhalter sind das. Dann haben wir hier nochmal so zwei niedliche Schüsseln, eine große Schüssel. Und den Eimer, den werde ich wahrscheinlich für die Wäsche nehmen. Für die Dreckwäsche. So. Alles wieder rein. Ich muss hier oben aufmachen. Nehmen das mal mit rüber. Ich zeige euch das am besten, wenn ich das alles aufgebaut habe. Ich habe gerade geschlafen, also etwas geschlafen. Bin etwas müde gewesen. Und dann müsste gleich Feierabend haben. Und jetzt kam gerade ein Paket, was wir bestellt haben bei Amazon. Und da müsste Leas Pulli drin sein. Hoffe ich zumindest. Da habe ich für Lea endlich mal einen neuen Pulli geholt. So, einmal habe ich. Huch, ich wollte eigentlich nur einen bestellen. Okay. Und zwar wollte ich eigentlich einen Still-BH holen. Die haben hier 3. Ich habe hier 3 Stück drin. Okay. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Es sind 3 Stück. Okay. Nein, Leas Pulli ist nicht dabei. Die Bestellung fehlt. Und Daniel noch seine Tabletten, seine Power-Tabletten, was weiß ich, die er immer benutzt, bevor er trainiert. Tja. Und Leas Pulli ist doch nicht angekommen. Das kommt wahrscheinlich erst morgen. Naja, okay, dann nicht. Ja, Bibichen? So, bei uns gibt's Essen. Ja, es gibt wieder schönes Brot. Das hatten wir schon lange nicht mehr.
Aber ich es nicht so gegessen habe. Und jetzt hatte ich auch nochmal Bock drauf. So, jetzt mache. Nein. Ja, na toll. Durch eine Gabe holen. Ja. Ja. Oh, der Käse ist noch nicht richtig. Und? Mhm. Na, auf jeden Fall, das wollen wir uns genießen und schauen noch was. Lecker! Einen wunderschönen guten Morgen. Wir bereiten gerade das Frühstück vor. Dazu gibt's die Brötchen. Du machst gerade das Gemüse. Ein bisschen. Das sind nur noch die letzten Brötchen, die jetzt gleich fertig sind. Na, die anderen waren schon fertig. Da haben wir zwei unterschiedliche gemacht haben. Nein. Nein. Und dann, ja. Bei uns gibt es heute etwas Leichtes zu essen. Naja, also ja, bei mir gibt es was Leichtes. Ich habe nur Brötchen und so. Und du hast ein Sandwich dir gemacht. Mhm. Und darunter ist so Putenfilet. Filet? Nein, Filet nicht, ne? Wie nennt man das? Doch. Doch, Filet. Mhm. Ein Filet. Nee. Ja, Schatzi. Oh Gott. Du schmeißt es runter. Doch. Denn heute hatten wir beim Opa nur Milchreis gegessen. Und da haben wir natürlich jetzt abends Hunger. Also ich habe jetzt nicht so einen Bärenhunger, aber du... Das ist natürlich was ordentliches Essen. Da werde ich mal zweimal reinbeißen, damit ich auch satt. So, wir wollten gerade rübergehen und jetzt hat es ihm aufgefallen, dass er sein Ei vergessen hat, drauf zu machen. Oh, du machst das kaputt. Na und? So. Sind schon halt unten. So, mein Eichen muss nur noch drauf. Oh, na dann. Machen wir. Also, wenn du davon nicht satt wirst, weiß ich auch nicht, Schatz. Das riecht ein bisschen angebrannt, oder? Was ist denn mit dir gemacht, ey? Das ist vielleicht noch vom Braten. So. Vom Fleisch. Da ist noch ein Stück. So, jetzt gehen wir mal rüber essen. Ne? So, ich hatte das letzte Mal vergessen zu vloggen, was ich denn alles hier gemacht habe. Ja. So, das ist meine Tasche für Kosmetik und so. Hier habe ich für den Kleinen schon seine Sachen, die dann auch noch in die Tasche kommen. Das sind die Aufbewahrungsboxen. Da habe ich schon so. Okay, jetzt die Marienkäfer, die da drin sind, jetzt nicht. So eine Baby, so eine kleine Windschutzcreme, das Infektionsmittel. Hier habe ich jetzt nichts drin. Und natürlich den Eimer. Da kommt dann die Babywäsche rein. Das ist jetzt so. Das Windeleimer. Und so sieht das jetzt hier drin aus. Hier habe ich Strümpfe. Seine Mützen, Schlafanzüge, Pullover, Hosen. Und das hast du alles in die Kisten. In die Kisten, genau. Das sind alles hier in diesen Aufbewahrungskisten. Ich habe aber hier drin. Ja. Habe ich nochmal zwei Kisten, weil die waren zu viel. Die waren einfach zu viel, weil hier unten, also hier oben habe ich alles in Größe 50. Und hier unten ist alles in 56. Und da haben dann, also hier sind auch schon noch diese großen Kisten drin und das hat schon alles gereicht. Fein. Je nachdem, wie groß er dann ist, ob ich die 50 dann überhaupt brauche, habe ich natürlich dann die 56 hier drin schon. Brauche ich ja dann nur umswitchen. Kommt dir dann drauf an, wann er sich dann zeigt.
Ja. Kliniktasche haben wir heute etwas eingepackt. Ja. Etwas. Aber alles kannst du ja nicht einpacken. So, Ladekabel und sowas. Und Zahnbutzeug. Das muss man alles dann einpacken, wenn es dann losgeht. Ich bin schon müde. Du bist schon müde. Wollen wir ins Bett gehen? Nein. Nein. Ich bin müde, aber ich will nicht ins Bett gehen. Was hast du unten? Ach so, ganz unten habe ich Decken. Alles Decken. Decken. Decke. Und? Und noch eine Kuscheldecke, die wir alle geschenkt bekommen haben. Und hier habe ich noch auch sowas für einen Kinderwagen. Jo. Ja. Schön, oder? Ja, fein. Na komm. Hm. So, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Wir haben auch nicht so viel. Mir geht's heute und gestern. Gestern hat's angefangen, ne? Seit gestern habe ich so Bauchschmerzen. Unterleibschmerzen eher. Aber meine Frauenärztin hat gemeint, Unterleibschmerzen sind ganz normal. Ja, ich kann aber nicht aufstehen. Jedes Mal, wenn ich mich bewege oder wenn ich nicht liege, tut's halt weh. Ne? Also eigentlich nur liegen und dann muss ich für mich alles machen. Aufstehen und Wärmflasche machen. Also Wärmekissen hier, Kirschkernkissen warm machen. Und. Ja, ich bin jetzt sehr dankbar dafür. Ich habe Gott sei Dank keine Kopfschmerzen mehr, also nicht mehr so schlimm. Noch ab und zu immer mal Kopfschmerzen. Aber heute war ich befreit davon. Das war schön. Ja, das so zu meinen Wehleiden der Schwangerschaft. Willst du noch was sagen? Nein. Ja, wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und los das. Ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch. Lea hat gerade um die Ecke geguckt, hat geguckt, weil wir jetzt in die Richtung gucken.